Mrs. Wilkipane werden. Genau. In the house. Servus, Leute. Ja, ist immer noch derselbe Tag, wo wir den Kotflügel bearbeiten. Wir wollen die Beifahrerseite, ja, lackieren, das habt ihr ja da hinten gesehen. Und die Fahrerseite wollen wir folieren. Wir haben jetzt hier eine Trägerfolie. Die haben wir für 3,99 aus dem Sonderposten. Ja, muss ja alles low budget bleiben. Ich zeige euch jetzt erst einmal in dem ersten Schritt, wie wir die Trägerfolie auftragen. Wir haben nämlich uns das überlegt, falls wir mal keinen Bock mehr haben auf die Aufkleber, haben wir so eine Trägerfolie und können die im einen runterziehen, weil so müsste man jeden einzelnen runterbobbeln. Und wer das schon mal von euch gemacht hat, der weiß, was das für eine Scheiße ist. So, natürlich, bevor wir die Folie drauf machen, müssen wir erstmal den Kotflügel wenig sauber machen, weil der dreckig ist. Und dazu nehme ich einfach Bremsenreiniger oder ihr könnt auch Silikonentferner nehmen. Ja, probieren wir einfach mal. So, da wir von der Community genügend Aufkleber jetzt erstmal bekommen haben, oder was heißt genügend, wir haben jetzt... Wir bräuchten noch welche, sonst reicht es nicht. Ja, wir bräuchten noch welche, weil die Fläche deckt einiges ab. Ich wollte zeigen, wie man die Folie aufbringt. Nur haben wir jetzt überlegt, ich zeige es euch jetzt nicht, weil ich bin ja gestern eskaliert, weil es war eine 3,99 Folie aus dem Sonderpreisbaumarkt und die ist zwar richtig geil, die klebt wie Sau, aber zu dünn, dass sie lauter Falten hat und das, ja. Sag mal so, du hättest mit gescheiten Heißluftföhn bearbeiten müssen. Ja, hat man aber nicht da, wir hatten normalen Föhn da. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt genügend Aufkleber. Ja. Ne, ich fange jetzt erstmal mit, sagen wir, Schrägstrich denen an, die... Die Großen. Die Großen, dass wir erstmal Deckelfläche... Deckelflächen. Deckenflächen, hä? Flächen, die... die Fläche zudecken können, halt ziemlich zu machen. Aber jetzt haben wir hier eine weiße Folie drauf. Wie schon mal gesagt, den Grund, wenn uns das alles nicht mehr gefällt, dann holen wir uns nochmal zwei Spraydosen und ziehen den Rotz runter und lackieren den nämlich auch in den Silber. Mhm. So, genau. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich fange jetzt einfach mal den Aufkleber an. Ich hoffe, ich tue noch halbwegs faltenfrei bichen, aber das ist, glaube ich, bei dem eh scheißegal. Weil siehe, Ugly Pitch von JP, da haben wir damals einfach aufgeklatscht. Das stimmt allerdings. So. So macht man das, man tut sowas nicht systematisch gerade raus. Einfach irgendwie, gell? Einfach willkürlich, jetzt durch die alle mal aus der Tasche raus. Größere Aufkleber, jetzt nehmen wir erstmal noch von denen. Davon haben wir nämlich mehrere, die machen wir jetzt erstmal unten rein. Ja, als Grundlage. Jo. Ja, fangen wir erstmal mit denen hier an. Dann haben wir hier nämlich erstmal so die Grundlage. Jetzt schmeißen wir jetzt alles einfach Boden. Auf, gell. Mach jetzt einfach hier mal noch ein. Ja, schon bald hier drin in so der Art. Machen wir mal unten. Da waren so die schöne Feige gerade drin. Wo du gestern eskaliert bist. Ja, das wollte ich euch nicht unbedingt zeigen da. Das ist für mich eigentlich hochgradiger Pfusch. Ich klatsch mal da vorne mal nach. Hochgradiger Pfusch. Hochgradiger Pfusch. So, von Weitem schaut er ja nicht schlecht aus. Also nur von Weitem. Oder auf Bildern. Hä? Oder auf Bildern. Hm. Das ist halt keine gekaufte Folie. Das ist halt... Du musst dazu sagen, ich habe das erste Mal gemacht. Nee, ich meine jetzt hier allgemein. Auch mit dem richtigen Stickerbombe. Bedeutet ja nicht... Ein Stickerbomb, ja. Das wäre ja eine komplette Folie dann so. Gibt's. Aber warum? Wenn man es nicht einfach selber macht, sieht doch viel geiler aus, finde ich. Ja, weil du hast so viel zu die Struktur. Wie so eine 3D. Ja, 3D. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so sieht es geiler aus, finde ich. Ja, dann kleben wir mal hier so, schau. Nimmt schon Form an. Jetzt kann man das so lassen fast. Hier vielleicht so? So schräg? Ja, da ist irgendwie.
durchgewetzt. Da müssen wir von hinten dann noch ein wenig rein. So hätte ich das. Ah, warte mal. Das sieht scheiße aus. Wenn hier so, tschak. Müssen wir von hinten dann noch mal rein. Ah, scheiße. Falte? Gerissen, aber das ist wurscht, da kommt eh noch. Kleben wir einfach einen anderen drüber. Da müssen wir dann mal die Tür aufmachen, dass wir das hinten rumkriegen. So, den bin ich jetzt da so hier. Tschak. Das ist, hat kein System, es wird einfach willkürlich gedicht, würde ich mal meinen. So. Sieht doch schon mal noch was aus. Schau mal, der geht wieder rum. Jetzt müssen wir den Haar warm machen, oder? Wir haben jetzt ein kleines Zeitraffer-Video gemacht für euch, weil sonst geht es ja viel zu lang, wie ihr seht, wie wir jeden einzelnen Aufkleber aufbiegen. Wie man sieht. Sieht schon mal geil aus. Ja, sieht irgendwie geil aus, schon. Wir haben jetzt nach dem Prinzip gearbeitet, wir haben jetzt erstmal die großen Aufkleber. Drunter als Deckschicht. Ja, größere Aufkleber und doppelte Aufkleber vor allem als Deckschicht, immer so wenig. Ja. Und ja, wir haben jetzt halt noch etliche übrig, kleine vor allem. Und die biege ich mir jetzt einfach noch weiterhin willkürlich auf, dass das richtig schön stickerbombentechnisch aussieht. Machen wir so einen kleinen Stickerbomb-Porn.
Pull up to that Vegas strip, I might as well. Got some Grey Goose in the fridge, I might as well. At the function with your bitch, I might as well. She been asking for a kiss, so I might as well. I might as well. I might as well. She been asking for a kiss, so I might as well. I might as well. I might as well. So, es nimmt Gestalt an, Leute. Schaut mal. Sind schon wie weit. Wir hätten nicht gedacht, dass die ganzen Aufkleber, was wir bekommen haben, reichen. Oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Und hier, seht ihr, da sind noch einige da. Wir tun die jetzt halt so überlappt und kleben, dass es ein bisschen nach was ausschaut. Ich sag, ihr habt es ja im Endeffekt schon irgendwie so gesehen. Und hier hinten habe ich auch noch einen hergeklebt. Weil wir haben hier noch ein bisschen Rost momentan. Und Mimimi steht dafür da, dass halt noch ein wenig Rost da ist. Oder? Jo. Und wir müssen nicht vergessen zu erwähnen, schon, ob man es nicht sieht, wir haben auch Aufkleber vom Time to Drive bekommen. Ja. Und diesen großen Aufkleber hier, der ist so rum, der kommt hinten auf die Heckscheibe und darunter kommt dann einer von mir. Und der Gasmann wieder, müssen wir mal schauen. Entweder kommt er auch mit drauf oder wie auch immer. Und von Chris haben wir auch noch was bekommen von Driving International. Wir haben auch noch Aufkleber bekommen von ihm. Also einige Aufkleber haben wir da. Also uns mangelt es gerade momentan nicht, aber ja, wenn ihr trotzdem noch welche habt, dann werden wir nicht abgeneigt, welche zu nehmen. Ja, die auf der Heckscheibe machen wir aber erst drauf, wenn das Auto raus ist, weil das muss erstmal gewaschen werden. Weil es sieht vom Schweißen her noch aus wie Sau. Und den letzten. Ja. Ja, da müssen sie noch ein hinter die. Die ersten. Hoppa, einzelne. Naja, wir machen da mal fröhlich weiter. Und dann, wenn wir fertig sind, dann zeigen wir euch mal nochmal ja, unser Endergebnis. So Leute, wir sind soweit. Wir haben alle Aufkleber aufgebraucht, sind drauf. Und so sieht das Ergebnis aus. Leiste ist auch wieder dran. Ja. Im Endeffekt, hätten wir jetzt nicht gedacht, habe ich gerade schon gesagt, dass alle gereicht hätten. Dass wir jetzt noch Lücken hätten, aber echt gut für den Kotflügel hat alles gereicht. Ich bedanke mich echt nochmal an die Leute, die mir Aufkleber zukommen lassen haben. Insbesondere auch Time to Drive und Revving International. Also echt top. Und ihr seid jetzt da auch mit drauf. Aber wo, weiß ich jetzt gerade nicht. Irgendwo sind sie verschollen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich deswegen nochmal. Und ja, das war es jetzt eigentlich in dem Sinne. Ihr habt gesehen, wie wir jetzt den Kotflügel bekleben. Und wir gucken einfach mal, wie lang das ganze Ergebnis hält. Werden wir sehen. In dem Sinne, Leute, nicht vergessen zu liken, zu abonnieren und ein nettes Kommentar zu lassen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.